dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hole dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John stirbt, Dad! Was bitte! Bitte, 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 Dad, du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich, er will nicht! Bitte stirb nicht, John! Du darfst nicht sterben, John! Bitte!
Du hast es nicht verlernt. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Shit, ich brauche das Passwort. Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Maas sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott. All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Scott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Lange kann ich nicht mehr atmen. Höchstens noch ein paar Minuten. Keine Panik, ruhig bleiben und nachdenken. Ich komme nicht raus. Ich sterbe und keiner rettet Sean.
hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen.